Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Quiz auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Wir sind mittlerweile in Gen 3 angekommen. Ich werde euch sagen, Gen 3 wird wahrscheinlich eine absolute Katastrophe. Auch hier wieder das Problem, dass es in Gen 3, während ich die Story gehe, dass es so viele Gen 1-Pokémon gibt, wahrscheinlich wieder. Holy shit, das wird richtig unangenehm teilweise. Aber ich will natürlich schauen, wie gut ich mit Gen 3 klarkomme. Schreibt mir gerne eure Punktzahl in die Kommentare, drückt gerne hier Pause. Checkt unten in der Videobeschreibung das Pokémon-Quiz ab. Und macht das doch einfach mal. Es gibt by the way hier auch einen Dark Mode. Aber ich glaube, der sieht irgendwie... Ich glaube, ich mag den gar nicht so mit dem schwarzen Hintergrund. Aber also auf der Seite selber sieht der nicht schlecht aus. Aber ich glaube, so im Video sieht es gar nicht so gut aus. Aber auf der Seite selber sieht der schick aus. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, wir starten. In 3, 2, 1, let's... Ich schreibe mal Gekkabor. Ich hätte mit Igelava anfangen müssen beim letzten Mal. So, Reptane, Gewaldro, Flemly, Junglut, Logok, Hydropi, Morabell. Schreibt mal Morabell mit nur einem Dings, ne? Morabell, so. Ach, nö! Morabell. Hä? Ey, nö! Och, komm, okay, ich mach später. Ey, nö, Mann. Zick, Zacks, Gera, Zacks, Pfiffien, Magnaien. Schaloko. Oh, da ist schon eine. Panikon. Pudox. Papinella. Makuhita. Nasgnet. Flurmel. Krakelo. Kravums. Eneko. Enekoro. Deoxys. Rayquaza. Hariyama, Jirachi, Fritze Blitz. Ach du Scheiße, Fritz. Blitz. Blitz. Hä? Fritze Blitz. Fritze Blitz. Mann, ey, nö! Stolunior, Stolrak, Stollos, Stollos. Erstens haben wir nur Nasgnet, ansonsten haben wir dort, glaube ich, keine Gesteins-Pokémon, aber es gibt auch noch Sonnenfell und Lunastein. Dann, zweite Orden haben wir Makuhita, Meditie und Meditalis. So. Haben wir sonst noch irgendwelche Kampf-Pokémon dort? Mir fällt auf den ersten Moment jetzt erstmal nichts ein. Dann dritte Orden ist Elektro. Elektro, Elektro, Elektro. Die haben so viele Gen 1 Pokémon abgesehen von Fritzeblitz. Ohne Witz, ne? Wie schreibt man fucking Fritzeblitz? Ah, Fritzelblitz. Fritzelblitz? Mann! Ich hasse alles so sehr. Okay, scheiß drauf. Elektro, ansonsten fällt mir jetzt gerade erstmal sofort spontan nichts ein. Vierte Orden haben wir. Kurtel. Wir haben Pandya auf dem Weg. Wir haben fünfte Orden haben wir Bummels, Muntier und Letarking. Wablu, Altaria. Und sonst noch irgendwelche Flug-Pokémon, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Nö, doch. Schwalbini und Schwalboss. Schwalboss, so. Dann siebte Orden haben wir Nurstein Sonnfell. Haben die da so Kadabra und so ein Shit. Spoink, Groink, Zwirlicht, Zwirklop. Pupanze.
Lepomentas, Schuppet, Schuppet, Banett, Anorid, Armaldo, Lilieb, Vilie, so, Regirock, Regice, Registeel, Formeo. Oha! Direkt vier, Junge. Holy shit, nicht schlecht. Formeo, dann haben wir Groudon, Kyogre. Was ist zwischen Kyogre und Registeel? Helikant. Tarnhill, Metang, Metagross, Kindwurm, Draschel, Rutalanda, Barschwa, Milotic, Kecleon. Erste Top 4 ist Unlicht. Da haben die so, nein, Tengulist und Tuska, Noctuska, Samurzel, Blanas, Tengulist, Loturzel, Lombrero, Kapaloris. So, dann haben wir noch Sejong, Seemobs, Valraisa, Schnäppke und Phyrnontor. Dann haben wir noch Libeldra, Vibrava und Knackleon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir noch Perlu, Saganabis, Alabis. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann als nächstes haben wir... Gibt es nicht noch irgendwelche Drachenmonster, die ich gerade nicht im Kopf habe? Weiß ich nicht. So irgendwelche Stahl-Pokémon. Stolos, Metagross, Panzereron. Die beiden Fossilien und Lepomentas halt, ne? Das sind halt die Monster von Troy. That's the problem. Blitz. Ich schwör's, ne? Oh, nice. Okay, okay. Okay, den haben wir schon mal. Fritzelblitz. Der ist so Fritzelblitz. Aber wie wird der geschrieben? Fritzelblitz. Nee. Scheiße, erstmal auf den. Was haben wir noch? Was haben wir noch für Pokémon? Story durchgehen. Maike hat Kurtel. Hat sie, glaube ich, gar nicht. Weiß ich gar nicht. Weimar. Und Vylord ist noch Story wichtig für die Regis. Was kommt nach Registeel und Kyogre? Was für Legendaries fehlen mir denn noch? Das ist echt unangenehm, dass da irgendwelche Legendaries sind, die mir sogar noch fehlen, ne? Das ist echt giga unangenehm. Was ist nach Relikant, zwischen Relikant und Kindwurm? Boah, das ist echt giga unangenehm. Was gibt's denn noch für zwei Legendaries? Oder Mythicals oder so? Wir müssen schon Legendaries sein, glaube ich. Ich weiß nicht, was es noch für Legendary-Orte gibt. Habe ich halt legit keinen Plan. Boah, Story durchgehen. Kriegen wir da Surfer? Irgendwas davon mal in der Wüste gibt es nicht. Minun und Plusle. Gen 3. Zwischen Registeel und Kyogre macht mich so fertig, ne? Also legit, vielleicht ist auch nur ein Mon mit einer anderen Form. Mit Formio oder halt. Pandi habe ich schon, naja.
Ich habe noch eine Minute, Alter. Holy shit, die Zeit brennt einfach davon. Aber ich habe das Gefühl, ich stagniere hier auch gerade. Was unter anderem am Zeitgrund natürlich liegt, aber ich habe das Gefühl, wie gesagt, hier stagniere ich gerade ein wenig. Gen 3. Es gibt keine Pokémon, die sich neu entwickelt haben oder so hier, ne? Ich glaube nicht. Meteorfälle irgendwas. Schneckmark ist Gen 2. Zeon ist Gen 2. Ein Phoenix ein. Richtig Blackout. Gerade komplette Leere in meinem Head. Und dieses, das Mon zwischen Registeel und Kyogre wird mich wahrscheinlich, oder die beiden Mons werden mich wahrscheinlich so verfolgen. Ich bin echt so, ah, natürlich, ich bin so dumm. Einfach fucking Legends. Also Pokémon, die so spät im Pokédex sind, müssen wir eigentlich instant einfallen. Ja, es sind am Ende echt nur 97. Es sind nur 97. Boah. Uff, Ninkada sehe ich gerade. Gardevoir! Okay, nicht schlecht. Sekunde, ich mach das mal kurz hier ein bisschen, dass wir da mal ein bisschen besseren Blick drauf haben. Genau so. Und zwar, okay, Latias und Latias! Ach du Scheiße. Ich bin die ganze Zeit überlegt, okay, wo in Gen 3? Ich bin alle Orte durchgegangen, aber Latias und Latias auch unfair ein bisschen. Okay, also, Wingull und Pilipper. Lost Trassler, Kinder Gardevoir, Karpilz, Maskregengeber mache ich jetzt nicht so Auge, Ninkala mache ich auch nicht so Auge, Fritzelblitz, ach gar kein Tee, krass, crazy, Flunky von Zubiris hätte ich dran denken müssen, safe, Tohaido, ja, Schluckwech, ja, wie Pete Senko und so, also ich sag, am meisten wehtun sind Latias, Latios, Absol, die Gardevoir-Reihe, ja, maybe noch Flunkiefer zu Virus. Und Pilipper eigentlich. Und maybe Karpitz. Es gibt schon so ein paar, da mache ich gar nicht so krass Auge. Aber Latias ist ganz, ganz unangenehm. Ist legit ganz, ganz, ganz unangenehm. Sehr hoch auf der Unangenehmheitsskala. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr abgestimmt habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr irgendwelche wichtigen Pokémon vergessen habt, wo ihr so sagen würdet, yo, die sind eigentlich so wichtig gewesen, dass ich das nicht erraten habe. Ultra Lost. Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin sehr gespannt, wie es mit Gen 4 aussehen wird. Macht's gut, Leute, und ciao, ciao.